Sie war nicht im Dschungel geboren worden. Das Schicksal hatte sie dorthin verschlagen. Ein kleines Mädchen in der Wildnis. Die Prophezeiung wird sich jetzt erfüllen. Ein göttliches Geschöpf wird kommen aus den Tiefen von Gudjara. Sie wurde von einem wilden Stamm adoptiert. Sie wuchs heran und lernte die Geheimnisse ihrer mystischen Macht zu begreifen. Eine Macht, mit der sie die Wesen der Wildnis beherrschen sollte. Bis ein Fremder aus einem fernen Land ihre Welt fand und ihr half, die Kraft der Liebe zu entdecken. Doch ihr friedliches Paradies soll sich in ein Schlachtfeld verwandeln. Und es droht ihr die Vernichtung ihres Volkes und des Mannes, den sie liebt. Der Film zeigt Tanya Roberts und Ted Wass in einem Bilderbuch-Abenteuerfilm, wie ihn das Kino nur alle 10 Jahre hervorbringt. China. Sie allein hat die Macht, das Paradies zu retten.